So, Frosch im Hals. So, einen wunderschönen guten Morgen hier zu Teil 3 unseres Pokémon-Gelb-Experiments. Wir haben letztes Mal den ersten Orden bekommen. Unser Smetbo hat sich entwickelt. Unser Safcon hat sich entwickelt zu Smetbo. Und jetzt geht's in Richtung Mondberg. Ach, das haben wir letztes schon gelesen. Genau, von den Poké-Fossilien-Dieben. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg in die nächste Stadt nach Azuria City. Und dabei nehmen wir einfach mal so ziemlich jeden Trainer mit, den wir begegnen, weil Trainer sind Kämpfe und Kämpfe sind EP und Kohle. Und davon kann man nie genug haben. Und als erstes hauen wir Göre in die Pfanne. Taubsi, ja, kein Problem für unser super tolles Pikachu. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen irgendwie heute Stimme ganz doof. Ich mochte diesen Aufgang hier eigentlich gar nie. Also die hatten meistens immer irgendwelche ekligen Pokémon bei. Natürlich kommt es auch auf die Pokémon an, die man selber dabei hat, aber meine, ich glaube, wir sind mit einem Pikachu und mit einem Smetbo ziemlich gut unterwegs. Weil wir in der ersten Folge auch Gegengift gekauft haben. Das habe ich deswegen gekauft, weil wir hier dann vorbeikommen. Also genau für dieses, für diesen Aufgang, Durchgang habe ich das gekauft. Weil hier doch ein paar Leute sind, die ganz eklige Pokémon bei haben, die eben Giftattacken beherrschen. Weil diese Käfer, so einen guten Raupi ist jetzt nicht so der Killer, aber mich würde es nicht wundern, wenn einer ein Hornlio dabei hat. So, da haben wir es schon. So, weil ich mich auch als Kind jedes Mal gefragt habe, warum haben die Hornlios auf Level 10, Raupis auf Level 10, die müssten sich doch schon längst dreimal entwickelt haben. Jetzt sind wir vergiftet. Hat den Hintergrund, warum gewisse Trainer High-End-Low-Entwicklungs-Pokémon haben. Das Spiel will uns das damit irgendwo mitteilen oder bewusst machen, dass wir dass sich unsere Pokémon nicht dadurch entwickeln, weil sie den Level haben, sondern anhand der Zuneigung, die die Tiere über uns haben und so weiter. Deswegen ist jetzt dieses Hornlio auf Level 10 noch ein Hornlio und unser Smetbo auf Level 10 ein Smetbo. Das geht ja fix hier mit Leveln. Ruckzuck heben, na, aber sowas von ruckzuck heben. Ja, soll vergessen werden. Und Heuler soll vergessen werden. Ruckzuck heben ist richtig schick. Demonstriere den mal ganz für Leute, die den nicht kennen. Ist ein Angriff, der, egal wie geslowt wir sind, ob wir paralysiert sind oder nicht, wir greifen als erstes an. Das ist sehr schön für, wie soll ich sagen, wenn beide Pokémon jetzt nur noch sehr wenig HP haben und wir unser letztes haben und wir eben paralysiert sind oder wissen, wir gehen auch drauf, Ruckzuck-Hieb reinsetzen, weil wir dann eben, ja, gewinnen. So, ich habe nur noch zwei Tränke. Ich werde jetzt noch Tränke kaufen gehen, weil die werden wir bestimmt brauchen bis dahin. Ja, ich brauche mal. Ich finde jemanden, können gar nicht so viel. Nehmen wir mal 6 Tränke mit. Ja, Gegengift nehmen wir jetzt auch noch 2 mit. So. Du-du-dum-du-du-du-du-dum.
So, dann nochmal fix heilen. So, jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn wir dann im Mondberg drin sind, da gibt es natürlich Pokémon, die man jetzt nicht überall sieht, so wie eben Kleinstein ist sehr schick, also Georock und Geowatz sind dann schon sehr mächtige Entwicklungen. Klar, Geowatz bekommen wir jetzt nur, wenn wir den tauschen. Da muss ich erst gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass ich das eben tauschen kann. Aber allein Georock selber ist schon ziemlich mächtig. Ich weiß aber nicht, wann wir solche, also ein Stein-Pokémon von Nutzen wäre bisher. Also ich sammle Anfang erstmal Pokémon, die uns von den Trainern her, von den Kämpfen, die uns bevorstehen, nützlich sind. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Aber Kleinstein ist so, ja, es ist halt Kleinstein. So, hier haben wir Rattan. Nein, möchte ich nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Rattan, rückwärts gelesen, Natta heißt und Arbok, also die Entwicklung von Rattan, Cobra. Und viele wissen auch nicht, dass Endivie, also von der zweiten Generation, das Anfangs-Pokémon oder eins der Anfangs-Pokémon, dass das einfach ein stinknormaler Salat ist. Also es gibt schon sehr viele bei gewissen Pokémon Verbindungen zu realen Lebewesen oder Gegenständen. Ich meine, klar, Mew oder Mewtwo. Mewtwo soll wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung auf Dolly sein, das geklonte Schaf. Ich meine, gut, Dolly dreht nicht durch und will nicht die Weltherrschaft und ist böse. Aber, ne? Ja, und gut, Pikachu ist halt ein, also, stinknormale Waldwiesenmaus. Würde ich jetzt mal stark behaupten. So eine Mischung aus Spitzmaus und Hamster. Ein knuffiger Hamster. Vorliebe für Steckdosen. Irgendwie, keine Ahnung. Schildkröten, eh klar, Shigi. So, falls ihr euch jetzt auch fragt, warum ich jetzt hier nur mit Pikachu kämpfe, hat den Grund, dass ich mit Smetmo dann, also vor dem Höhleneingang, dann wieder wechsle, weil Smetmo eben gegen Stein-Pokémon mehr ausrichten kann und da ich im Berg dann wieder mehr mit Smetmo kämpfen werde, levelt der dann eh wieder mit hoch. Und so haben wir dann beide Pokémon auf den halbwegs selben Status, haben aber dadurch, dass ich nicht immer wechseln musste, jetzt zwischen den Kämpfen die EPs aufgeteilt und habe somit mindestens 1 bis 1,5, 2 Level mehr pro Tier-Pokémon. So. Und es geht ja ziemlich fix oder ziemlich flott. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. So, die da oben lassen wir aus. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Ja, dann kommen wir her. Hier unten gibt es natürlich auch ein schönes Flug-Pokémon. Happy Duck. Ist schön, also das ekligere Gegenstück zu Taubsi. Ich fand ja immer Taubsi schöner, weil Happy Duck, beziehungsweise die Entwicklung Ibidak sah immer, ja, ich bin nicht so der Fan von Gaian und Dauboss ist halt so ein leicht majestätisches Tier. Ja, und das sah halt immer etwas komisch aus, Ibidak. Ist aber auch ziemlich stark. Aber Dauboss war halt, ja, wie gesagt, das hatte diesen epischen, majestätischen Flair und das hat mir dann da mehr zugesagt. Genauso wie bei den Feuer-Pokémon finde ich auch Fukano, also bevorzuge ich Fukano eher Bonita, weil mein Galoppa sieht schön aus, keine Frage. Aber Arcano ist, ne? Huch, soll das etwa ein Annäherungsversuch sein?
Natürlich, Schätzchen. Ich schau auch eine Kesse Biene, du. Göre, setzt Pummeluff. Ah, Pummeluff. So, ui. Alter Verwalter. Die haut ja ganz gut zu. Ach, die ist auch Level 14. Sag mal hallo. Und wir haben keine Aufwecker dabei. Super cool. Aber ich schlafe nur und ich schlafe nicht tief und fest. Das ist schon mal etwas ein Vorteil. Und trotzdem ist dieser... Also Pfund, der rockt schon ordentlich. Scheiße. Ach, Donnerwelle. Naja, gut. Damit, das kann ich verkraften. Alter. Aber, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Verdammt. Ja. Da geht unser Pikachu das erste Mal zu Boden. So, Smetmo muss es jetzt richten. Nein! Verdammt, haben wir echt keinen Aufwecker? Nein, wir haben überhaupt nichts. Oh, Smetmo ist aufgewacht. Gut. Konfusion. Hause weg. Das Knuffens. Also... So sehr, also ich wusste nicht, dass Pummeluff so reinklatschen kann mit Pfund. Also, wir werden uns jetzt gleich voll heilen. Das war jetzt ein Drang, Verschwendung für 8 Punkte, aber die nimmt uns 10 Punkte weg pro Pfund. Also, das ist. Na gut, wir bekommen auch 228 EP. Also, das ist nicht schlecht. Ja, und jetzt ist nur die. Pikachu nicht mehr hinter uns her. Jetzt haben wir da vorne, glaube ich, noch einen Trainer. Kämpft der noch? Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel nach Azuri City ist sehr beschwerlich. Nein, will er nicht. Gut. Hier drin gibt es natürlich auch Pokémon. Meistens gibt es hier eben Habitat zu fangen. Wir könnten uns jetzt hier auch ein Pokémon besorgen. Eines der stärksten Pokémon überhaupt. Carpador. Das aber wiederum nur auf Level 10 oder 5 sogar, und ein Carpador von Level 5 auf zu leveln ist sehr, sehr, sehr beschwerlich. So, wir gehen jetzt aber Mondberg-Tunnel-Eingang. So, jetzt wird's Zeit, nein, mit Smetmo zu tauschen. Und auf geht's. Ja. Keine zwei Schritte und wir werden angegriffen von einem Zubat. Zubats sind auch so eklige Tiere. Zubats gehen aber eher noch. Ich flüchte jetzt mal. Ich will ja schneller durch den Tunnel, weil Level-Möglichkeiten haben wir dann in Azuria City genug. Weil wir da über eine gewisse, Achtung, Spoiler-Brücke müssen. Um jemanden zu finden. Und da wimmelt's nur so von Trainern. Ich werde aber gucken, dass ich so ziemlich... jedes Item mitnehme. Ich glaube, da hinten liegt eben was. Wer da wohin schaut? Überall zu nur zwielichtige Gestalten. Und außerdem möchte ich mich nicht zu sehr hier aufhalten mit Kämpfen, weil wir noch bei Höhlenausgang einen etwas stärkeren Gegner haben, der ja etwas eklig ist zu besiegen. Volltreffer, die Attacke ist sehr effektiv. Kokuna. Mein Bibua sieht auch schick aus. Hat auch gute Attacken, aber Smetmo hat bei mir den Niedlichkeitsfaktor und Smetmo mit Psychokinese ist einfach zur Giftbude. Ja, wir werden mal Giftbruder anstelle von Härtner lernen. Da wir Härtner eh nicht mehr brauchen werden, oder ich
bevorzuge es nicht zu benutzen, weil es für mich Verschwendung ist von Zeit. So, hier haben wir glaube ich ein Fluchtseil. Ne, Trank. Ja, Trank ist auch gut. Und ich glaube, wir finden hier sogar unser erstes Sonderbonbon. Ein Kleinstein. Level 10. Ich werde trotzdem flüchten. Wie gesagt, wir werden hier noch ein paar Trainer über den Weg laufen. Und ja, die sind auch nicht von schlechten Eltern auf Dauer, weil die halt ziemlich viele sind. Und wir haben hier nirgends die Möglichkeit, uns wirklich total aufzufrischen. Oh, hi. Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Cool. Göre. Pipi, dasselbe Gegenstück von Pummeluff. Ein Pokémon, das nicht von dieser Welt zu scheinen sein, weil es heißt Pipi komme vom Mond. Oder ist mit dem Mondstein-Meteor auf diese Welt gekommen. Deswegen braucht man eben hier den Mondstein, um es zu entwickeln. Pipi ist halt so das typische, ja, genauso wie Pixie oder Pummeluff und so das typische Mädchen-Pokémon. Ja, ich brauch's nicht. So, ich bin jetzt gespannt, ob wir in der Folge jetzt noch komplett durchkommen durch den Berg, wenn das so weitergeht. Wir hätten uns Schutz kaufen sollen. So, jetzt werden wir hier noch runterlaufen. Ich werde auch nicht den ganzen Berg ablaufen. Hey, schleich nicht so rum. Ich werde direkt durchlaufen zum Ausgang, weil ich hatte damals, ja, sehr oft habe ich mich verlaufen. Magnetillo. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, könnte das ziemlich schmerzhaft werden, weil wir hier nicht unbedingt sehr viele Möglichkeiten haben. Weil Magnetillo dasselbe Problem hat wie Kleinstein. Mit Pikachu komme ich da nicht weit. Deswegen werde ich mir jetzt hier einen Trank reinpfeifen. Und hoffen, dass dieses Magnetillo nur Tackle kann und nicht irgendwie Donnerwelle oder sonst noch was. Und hoffe dann natürlich, dass der Typ jetzt nicht noch eins bei hat. Voltoball. Ja, Voltoball geht. Voltoball hat aber auch den ekligen Beigeschmack, dass es Finale kann, wo es sich selbst in der Luft sprengt und natürlich meistens den Kontrahenten mit in den Tod reißt. Deswegen jetzt Kreideschrei, das ist so die Vorbereitung aufs Finale. Aber ja, er ist vorher Tony Young sehr schön und wir haben Level 14 erreicht. Smetbo versucht Stachelspor, ist so eine Art Paralyse. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, Fadenschuss können wir weglassen. So. Denn Fadenschuss ist halt nur Initiative. Initiative bekommt Smetbo ganz gut. Und deswegen haben wir jetzt eine Paralyse, einmal vergiften. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, unser. Ne, auch einen Trank. Ja, auch okay. Also in der neuen Generation lag hier immer ein Sonderbonbon rum, genau. So ein Sonderbonbon gibt uns die Möglichkeit, einen Level aufzusteigen. Was natürlich sinnvoll ist, wenn euer Pokémon jetzt direkt vor dem Level steht. Also ihr könnt ja nachgucken, wie viel EP ihr noch braucht. Nicht direkt einfach reinsetzen, dieses Ding, weil sonst diese gewonnene EP verloren geht. Die wird komplett zurückgesetzt, also ihr steigt Level auf. Und die EP wird auf 0 gesetzt. Wenn jetzt aber dieses eine Level noch abwartet, ja, kriegt er 2 Level. Wenn es nicht mehr viel sind, natürlich. So, in unserem Fall jetzt, Smetbo ist gerade im letzten Kampf 14 geworden. Wenn ich es ihm jetzt reinknall, hat er natürlich einen größeren Vorteil von diesem Ding. So, jetzt muss ich nur überlegen. Ich muss, glaube ich, nee, hinten drauf, genau. Ich weiß den Weg auch nicht mehr ganz so auswendig, muss mich auch gerade so ein bisschen anstrengen, also die alten Hirnzellen hervorrufen. Wir werden trotzdem jetzt hier nicht gegen jeden Gegner kämpfen, weil wie gesagt, wir werden noch einen Haufen Gegner haben, die wir nicht umgehen können.
Hier haben wir auch noch was. Was haben wir hier? Mondstein. Sehr schön. Es gibt, eigentlich gibt es ja viele Pokémon, die man mit Mondstein entwickeln kann. Eben Pummeluff, Bibi, Nidoran, Nidorina oder Nidorino. Eben so Nidoking und Nidoqueen. Was waren noch mit Mondstein? Ich glaube, ja gut, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Also zumindest aus der Generation, aus der ersten Generation. Falls ihr ganz vergessen habt, verbessert mich bitte. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo auch Team Rocket schon unterwegs ist. Wir frischen uns hier nochmal ganz kurz auf. So, auf geht's. Die nehmen wir mit, weil die haben gut Geld bei. Kleinstein. Oh, Level 11. Aber die Möglichkeit, einen Kleinstein zu fangen, bekommen wir noch ziemlich oft. Was mir auch sehr gefällt, ist das Pokémon Dragosso. Finde ich richtig cool. Knochmarang und wie sie alle heißen, die Attacken Kopfnuss vor allem, haben schon ordentlich Wumms. Und ja, ich finde die Entwicklung Knocker auch. Ich finde die einfach cool, sieht cool aus. Deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen ein bisschen was. Bis wir zu einem Dragosso kommen, dauert es noch sehr, sehr lange. Aber mal so im Hinterkopf behalten. Wenn ihr Wünsche habt, was wir fangen sollen, trainieren sollen, sagt es einfach. Weil wie gesagt, ich mache sonst da mein Dingen. Ihr könnt da natürlich mitbestimmen. Ist klar. Ist klar. Upsala, fast umgestoßen hier. So. Und falls ihr natürlich Namenswünsche habt für Pokémon, die wir bekommen werden oder fangen sollen und so weiter, natürlich auch, man, die soll so halbwegs anmutbar sein, also irgendwie Kackwurst oder sowas werde ich es jetzt nicht nennen. Also wenn es schon eigene Namen sein sollen, dann sollten sie so ein bisschen Witz enthalten, dass Pokémon, das gefangen worden ist, so also ein bisschen zumindest widerspiegeln, so einen Erkennungswert haben. Aber sonst habt ihr da, ja, lasst euer Kreativität freien Lauf. Also ich muss sagen, das hat mich damals als Kind wesentlich weniger gestört, dass ich alle 2 Meter auf ein Pokémon gestoßen bin. Als jetzt gerade. Man kann ja nicht mal anständig durch eine Höhle laufen. Gleich mal aufschreiben, nächstes Mal Schutz kaufen, um sowas eben vorzubeugen. So, wir bekommen jetzt mal hier noch einen Mondstein oder so etwas. Genau. So, und wir haben hier... Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ein Kampf für eins dieser Fossilien. Da vorne müssen wir uns natürlich dann entscheiden. Streber setzt Slimer. Das Slimer ist auch so ein ekliges. Ich hoffe mal, ich bekomme das jetzt hin. Erstmal paralysieren das Dingen. Und jetzt mit Konfusion wegbomben. Ja, verwirrt und paralysiert ist natürlich trotzdem egal für ein Slimer. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Konfusion, sehe ich gerade. Level 15. Schlafpuder. Schlafpuder ist natürlich auch super toll. Wir werden mal Giftpuder wegmachen und Schlafpuder mit reinmachen. So. Voltoball. Weil ich gerade Schlafbude, weil mir gerade eingefallen ist. Was ich auf jeden Fall auch gerne hätte, ist Nibulak. Es hat keine Wirkung. Na, dann Stachelspore. Cool. So, wir werden jetzt aber unser Pokémon wechseln. Weil falls es Finale einsetzt. Ja,
Donnershock ist halt jetzt, glaube ich, bei dem nicht so. Ja, warum nutze ich es dann auch? Machen wir es mit Ruckzuck-Kick fertig. Tackle. Ja. Ist wahrscheinlich noch dreimal Ruckzuck-Kick einsetzen, sofern kein Volltreffer dabei ist. Und sofern du jetzt nicht gleich Finale reinsetzt, aber ich glaube, jetzt müsste es tot sein. Ja, sehr schön. So, und was haben wir jetzt noch? Smogon. Na, gegen Smogon können wir aber Pikachu im Kampf lassen. Da werden wir erstmal mit Donnerwelle anrücken. Smogon! Ui! Ui! Ja, dass der jetzt so reinpfeffert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach ja, wir hatten ja zweimal Kreideschrei drauf. Verdammt. Der hat das auch noch? Nee. Dann mal fix Schlaf, Bruder. Hat keine Wirkung. Verdammt. Ja, müssen wir dich mit Tackle weghauen. Ich will meine Konfusion nicht. Naja, obwohl... Hau rein. So. Eine können wir ja. Und jetzt Tackle. Gut. Gerade noch so. Ich sage ja, also es gibt ein paar Gegner hier, die nicht umgänglich sind und die es drauf haben. Na gut, ich gebe die eins ab. So, jetzt ist halt die Frage, nehmen wir Helix-Fossil oder nehmen wir das Domo-Fossil? Ich bin ja fürs Domo-Fossil und deswegen nehmen wir das auch. So. Okay, dann gehört das hier mir. Gut, mach mal. Ne, ja, Pikachu freut sich. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier drei Tränke nur. Das ist natürlich nicht viel. So. Wir haben jetzt überhaupt keine Tränke mehr. Und haben jetzt gleich einen, ja... Bleib auf der Stelle stehen! Team Rocket! Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Ja. So sehen wir ja auch aus. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket setzt Rattan ein. Gut, gegen Rattan haben wir jetzt, ja, eine gute Chance. Die haben auch natürlich auch einen guten Level. Aber erstmal Schlaf, Bruder. Dann werden wir Pikachu rauslassen. Klatschen nochmal eine Donnerwelle, hat keine Wirkung, super. Gut, dann halt nur Donnerschock nach. Weil Smetbo brauche ich eventuell noch, falls ich weiß es nicht genau, die haben wahrscheinlich auch ein Smogon bei. Brauche ich es eben gegen das Smogon. Deswegen wäre es jetzt blöd, wenn es hier drauf geht. Aber es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Na gut, Ruckzuck-Hieb noch. Und genau deswegen ist Ruckzuck-Hieb einfach eine super coole Attacke bis zum letzten Level. So, gegen Mauzi können wir eigentlich Pikachu gleich drin lassen. Wir werden bei dem jetzt aber eine Donnerwelle reinknallen. Paralyse ist auch so eine ganz, ganz eklige Sache. Oh, Biss. Ja. Der zieht ganz gut. Nein! Warum das denn? Hat doch eh schon so eine große Trefferchance, das Ding. So. So muss das aussehen. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man nur Bein hat. Möchte ich? Ja, möchte ich. Einer nur auf Angriff setzt. Also man sollte so ein, zwei Defensivattacken bei haben, die den Gegner so ein bisschen schwächen, bluten lassen. Das ist schon sehr wirksam. Smog könnte jetzt uns auch aus den Latschen heben. Nee.
Aber wir sind vergiftet. Aber wir haben ja Gegengift gekauft in der ersten Folge. Also schon mal sehr gut. Keiner von uns ist draufgegangen. Gut Level gemacht haben wir. So, ein Balk hat uns besiegt. Ash gewinnt 420 Pokédollar. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Ja. So, wir werden jetzt gleich mal Gegengift unserem Smetbon geben. Und wir sind noch nicht aus dem Mondberg raus und Route 4 Richtung Azuria City unterwegs. Hier haben wir auch keine Gegner mehr oder nicht mehr viele Gegner. Ich glaube, ein Gegner rennt hier irgendwo rum. Weil die mich jetzt nicht täusche. Oder auch nicht. So, und hier haben wir die Möglichkeit, unser nächstes Pokémon zu bekommen. Wir werden aber vorher, nee, wir werden uns vorher noch was holen. Hier drin ist unser nächstes Pokémon zu holen, das nächste ist weiter oben. Also wir haben hier schon sehr viel zu holen. Die Frage ist, ob wir es holen. So, irgendwo müsste hier was liegen. So, haben wir weg hier. Na, wo ist es denn? Ja, Sonderbomber, da haben wir es doch. So. Frage ist, wollen wir uns das jetzt holen oder nicht? Es ist ein Bisasam. Das warte ich jetzt erstmal ab, was ihr dazu sagt, ob wir uns ein Bisasam holen sollen oder nicht. Ich werde jetzt erstmal hier meine Pokémon heilen. So. Komm jederzeit wieder vorbei. Gut. So, also dann entscheidet ihr, ob wir uns das Bisasam holen sollen oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns dem zweiten Orden nähern. Also, bis dann. Tschüss.